Ja, hallo Freunde und herzlich willkommen zur nächsten Episode von Arma 3 Altes Life. Ich bin heute mal wieder alleine, also bis jetzt zumindest. Und ich möchte mal schnell schauen, was es so an Führerschein gibt, weil ich habe schon ein bisschen Geld gemacht. Man kann sehen, ich habe schon 137.000 auf dem Konto. Aber noch keine Lizenzen und darum mache ich mich mal daran. So, also dem Server läuft das folgendermaßen. Die gibt es nicht speziell beim Händler, die gibt es beim Bürgerbüro. Das hier ist das Bürgerbüro. Ich gehe jetzt mal ganz kurz hoch. Hoch. Gleich wieder da. So, anscheinend ist mein Spiel korrupt geworden. Was ich eigentlich als Bulle vorhatte. Aber anscheinend will das Spiel das schon machen. Naja, egal. Und hier kann man praktisch hier so durch die Glastische rennen. So. Hier kann man praktisch sich so gut wie alle Lizenzen, glaube ich, holen. Ich kann mal hier gucken, das sind Führerscheine. Waffenlizenz, da hole ich mir erstmal 1000, 31.000 hole ich mir dann. Dann hier. Jetzt hier auch die Banditenlizenz, ne, oder? Hier habe dann, glaube ich, auch Eisen. 9.500. Wie viel kostet Sand? 14.000. Mehr Kupfer, weil das kann ich mir mal zeigen. Kupfer funktioniert praktisch so, das ist ziemlich gut zum Einsteigen auf diesem Server. Man spawnt hier einen Artira, fährt dann zur Kupfermine, fährt dann zur Kupferverarbeitung und kann Kupfer gleich hier verkaufen. Also das Dreieck ist praktisch ultimativ, das ist so eine kurze Strecke. Ich meine, wenn man hier jetzt irgendwie Eisen geht, dann muss man hier erstmal Eisenmine, Eisenverarbeitung und dann hier Eisen verkaufen. Oder jetzt hier bei Sand muss man hier hinfahren, dann muss man da hinfahren, hier oben, und dann wieder da hinfahren. Das sind viel größere Stecken. Oder bei Kokain. Man muss, egal wo man startet, eben bis hier hinfahren, ganz darunter fahren und dann zu einem irgendeinem Dealer, die irgendwo hier verteilt sind, so in dem Kreis. Und darum ist Kupfer jetzt mal eine ganz gute Variante. Heißt, ich muss rechnen. 13.000 plus 30.000 sind 43.000. 44.000, ja. Ja, hol ich mal 44.000. Los, Peter, lauf! Obwohl, ich hole mir jetzt erstmal keine Waffenlizenz. Das heißt, ich hole mir 14.000. Wegen einer Karre, die brauche ich ja auch noch. Ganz vergessen. So. Was soll ich mir gleich einen Laster holen? Gucke ich nochmal schnell, wie viel ein Lasterführerschein kostet. Ich glaube, das wäre ein bisschen sinnvoller. Vor 1.000 für Führerschein kann mir der Lasterführerschein noch dazu kaufen. Heißt 14.000 plus. Ja, 44.000 bleibt es trotzdem. Würde mich aber fragen, wie viel ein Laster kostet. Ja, vielleicht kann ich ja einfach den kleinen Laster nehmen. Das reicht ja vollkommen für den Anfang. Los. Na los, Ralf, lauf. Ja, ich nehme mich selbst Ralf, weil ich dumm bin. Ist total krass, wie sich das mit dem Ralf verbreitet hat. Ich glaube das einfach immer noch nicht. Meine, so Bekannte von mir haben damit angefangen, also halt, die ich persönlich kenne. Und plötzlich nennt mich einfach irgendwie jeder auf dem Server sogar. Hier, ich bin an der Grenzkontrolle und der nennt mich ja hier lieber Herr McRalf. Da steht Raff oder Raff oder sonst irgendwie. Das steht sogar drüber. Wo steht da das L? Guten Tag. Ich glaube, es ist sogar nur ein Bulle auf dem Server. Das ist das Coole. Ich habe mich auch schon beworben. Ich muss nur am TS antanzen, dass ich praktisch Polizist werden kann. So, wie viel haben wir gesagt? 44.000. Hi. Grüß dich. Hey. Wollt ihr mich anmachen? Ach der. Hilfe. Also hier ist es praktisch sogar so Teile, dass man da langsam drüber fährt. Finde ich voll cool. Und was ich mir sagen lassen habe, die Polizei ist an dem Server wirklich Roleplay orientiert, also noch stärker als in dem anderen. Und ich habe mir sagen lassen, eben halt von den Admins im Server und von anderen, dass es jetzt seit einem Monat bis jetzt keiner mehr von der Polizei angehalten wird, der irgendwie was Illegales dabei hatte.
Das kann man so interpretieren, dass die Leute besser sind in Sachen verstecken und sich nicht erwischen lassen oder dass die Polizei halt so gut ist, dass die Leute nicht mehr sich was Illegales trauen. Weil die haben auch Krogfeld nicht abgekämmt oder so, sondern die haben die Straßen komplett drumherum abgeriegelt und kontrollieren auch alles per Heli und sonst was. Das ist eine kleine Herausforderung, weil im anderen Server einfach hindüsen, ein bisschen Zeug kaufen da. War ganz easy. So, was haben wir gesagt? Auto, LKW und Kopfer. So. Große Laster gibt's da unten, aber ich schätze, die sind teurer. Wie viel Geld habe ich noch? 93.000. Ich frag mal. Wie viel kostet ein Hermit Perm? Ich habe immer diese scheiß andere Steuerung drin. So, was ist denn da im WhatsApp schon wieder los? So. Ich kann euch mal zeigen, gerade. So, was gerade ein bisschen leer. Oh, zwei Bullen, okay. Beim anderen Server war es halt auch so, dass er halt immer instant, also abends immer so voll war, wenn ich halt mal zock. Ist ja immer voll und das dauert eine halbe Stunde, bis wir irgendwie einen Slot bekommen. Ist ein bisschen nervig. Ja, laufen wir jetzt dann praktisch dorthin? Sind enttäuscht, weil wir kein Geld mitgenommen haben? Warum bin ich bis da oben zum Geldautomaten gelaufen? Ich laufe da mal rüber mit meinem ganzen Geld. Wahrscheinlich werde ich umgebracht. Boah, das traue ich mir jetzt eigentlich gerade gar nicht, wenn ich mir das so anhöre, was ich gerade gesagt habe. Ich mache einen Cut. Guck nach, wie das aussieht und wir sehen uns dann, falls ich mir einen kaufe jetzt, oder wir sehen uns dort halt wieder, wo ich mir was kaufe. Also bis gleich. So, wir sind auf ein Problem gestoßen. Ein Er Hemd will mit kostet... mir, er will mich vergewaltigen. Oh Scheiße, ey. Ich würde wegrennen, Junge, solange du die Chance hast. Lauf! Lauf! Laufen Sie schnell! Schnell laufen Sie! Machst du mit ihm zu vergewaltigen? Teabag Party! Ey, das ist doch voll unsozial! Ich bin der Creepy Creeper. Ich werde dich fressen. Okay, das war jetzt total... What the fuck war das? Ganz ehrlich. Kostet 500.000 so ein Hemmet. Und den will ich mir nicht kaufen, diesen Truck. Das heißt, ich kaufe mir SUV 52.500. Das sieht echt viel vergewaltigt aus. Und ich habe mir gedacht, man kann hier Tankstellen überfallen im Server. So wie eben in Takistan Live. Was noch geschnitten wird. Keine Sorge. Ich setze mich dran. Ich verspreche jetzt hebe ich mal 53.000 ab. Alter, der vergewaltigt dich schon wieder. Wieso? Alter. Hier läuft ein Der Typ ist Vergewaltiger rum. Pass auf, vergewaltigt. pinker Mann. Im Hello Kitty Outfit. Der vergewaltigt selber, keine Angst. Ach gut, okay. Was ist bei den Autofarben BM Pimp? Weiß das jemand? Was ist BM Pimp als Farbe? Hallo? Schon wieder. Die Folge hat jetzt schon einen Titel. Ich kaufe jetzt einfach mal BM Pimp. Wahrscheinlich sieht es kacke aus, aber... Nö, geht doch. Geht. Geht. Ist praktisch orange. Schwarz. So. Ich habe eine neue Karre. La la la. La la la. La la la. Ja. La 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 la. Bin wütend. Uah. Was geht mit mir? Das ist eine Aral-Tankstelle, cool. Wir bräuchten
mehr Geld und da irgendwie was zu überfallen. Obwohl, Kanare kriegt man für so viel? Nee, es gibt mehr Geld, wenn wir jetzt legal Geld verdienen. Das heißt, ich parke die Karre mal schnell in der Garage und spawn dann in Atira wieder. Kostet mich halt ein bisschen, die aus der Garage zu holen. Ich fahre rückwärts, weil ich anders bin. Seht übrigens links unten das Zeichen hier, wenn ich in-game rede. Das muss so sein. Ich bin gegen das System. Das System ist dumm. Servus! Man darf ja übrigens in Städten 50 fahren. Ich glaube, das habe ich schon mal in der Aufnahme erwähnt. Kann sein. Wer weiß es. Das Auto stört sich viel geiler als irgendwie anderes. So. Dann hauen wir das praktisch... Erstmal überfahren wir den Typen. Okay, der Bremsweg ist ein bisschen länger. Gut, und dann... Jetzt mal setten. Speichern. 500 haben wir so dabei. Kann ich die Lizenzen in Müll? Nein, das will ich gar nicht in Müll tun. Das brauche ich ja. Ja. Nee, weißt du was? Kaufen Sie jetzt einen nagelneuen Sportstaubsauger. Ausrufezeichen. Er ist mit allen Neuerungen ausgestattet und auch kindertauglich. Ausrufezeichen. Jetzt, weil sie unser eine Million... Oh Gott, das Buchstaben sieht irgendwie scheiße aus. Millionster... keine Ahnung. Empfänger... Fänger sind erhalten. Sie den Turbo... Sauber Sportmacher Dings Gerät für schlappe, sagen wir 75 1 so Dollar Ausrufezeichen. Schlagen Sie jetzt zu und sichern Sie sich unsere Eintagesgarantie gratis dazu. So, welcher hat einen dummen Namen? Möller, komm. Hier, oder Werner Heinzenberg, das klingt auch cool. Er wird jetzt gespammt. Gut. Hallo Tobi. Hallo Alexander. Hi. Geht ja im Partnerlook. Obwohl, ihr könnt eigentlich T-Shirt und Hose tauschen und dann werdet ihr in weiß und in orange. Wäre doch witzig. So, Freunde. Raub. Die Tanke wird überfallen. Hey. Der ist gerade connected vorher. Alter, ich bin überfahren. Ich muss noch was zu fressen holen, bevor ich ans Schaffen gehe. Ich schätze mal, das ist ganz weg. Das ist irgendwie nur logisch. Wo ist meine Markierung hin? Beep, 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 beep. So, das mit dem Donator finde ich irgendwie dumm geregelt im Server. Da müsste man jeden Monat 15 € zahlen, um
alles um 80% billiger zu bekommen. Jetzt, jetzt, jetzt. Peter, was hast du? Okay, Driving License, Firearm License. So, man kann leider kein Night Vision kaufen. Das ist nur bei dem Bungee und ich glaube beim Waffenhändler ein bisschen teurer. Hier, das wollen wir. Wir möchten zwei Wasserflaschen, ein Hasenfleisch. So. Der Typ hat die Knarre! In der Stadt, das darf man gar nicht, das ist verboten. Wo ist die Polizei? Ich habe Angst. Ich fürchte mein Leben. Mir fehlt das Geräusch vom Abschließen hier in dem Server. Das stört mich ein bisschen. Ich weiß nicht, wann ich zugemacht habe. Da muss ich extra lesen. Und lesen ist was für Arme. Ich verlasse mich inzwischen auf Geräusche. Darum gibt es auch Sprachsteuerung. Wow. Und das funktioniert auch immer. Wirklich. Ich kann euch nur Sprachsteuerung empfehlen. Hust. Ich war gerade ein bisschen behindert. Aber das gehört auch dazu. Ich glaube, das ist sogar die schnellste Karre. Jetzt zivil. Vielleicht doch nicht. Ich weiß nicht, ob es einen Sportwagen gibt. Bin mir nicht sicher. Obwohl, die geht ganz schön ab. Man darf übrigens außerhalb von Orten hier 120 im Server fahren. Finde ich viel besser und realistischer geregelt. Ich meine, 60 außerorts, überall. Klar. Okay, vielleicht in Amerika, aber ich meine, ja, ist ein deutscher Server und der andere war auch eigentlich ein deutscher Server. Oh, ziemlich schnell. Wie die Zahl einfach. Ich habe gerade nicht geschaut, wie viel gefahren sind. Auf jeden Fall über 130, glaube ich. So. Da wären wir. Sieht total nach Kupfer aus, muss ich sagen. Bisschen. Bisschen. Sammle Kupfer. Ach cool, da braucht man nicht, da braucht man nicht so. Z. Warte. Warte. Ich will wissen, ob das auch geht. Z. Spitzhacke nutzen. Das geht auch an, das sagt mir genau, wie viel ich genommen habe. Ja, wer sagt's denn? Links unten, by the way. Es geht immer noch um... Was? Es geht immer noch um das Auto. Ich bin inzwischen zu voll, die Scheißzahlen an... Was? Fahrzeug ist voll! Ach, das hat nur 50 Slots. Ja, dafür ist es aber schnell. Die Gegend gefällt mir. Was? Zwei Hammets? Zwei Hammets? Guten Tag. Ich hab den Ding fast überfahren. Guten Tag. Und wie läuft's so? Ich glaube, der Typ überfällt mich. Nein. Zwei Hammets! What the fuck? Die kosten jeweils, ich weiß nicht, waren die Hammets 500.000 oder eine Mille? Also der Riesenhammet mit 1,3 Millionen, das weiß ich noch. Ich schmelze Kupfer, cause I'm happy. Mal sehen, wie viel Geld ich pro Kupfer bekomme. Na, das nächste ist praktisch hier runter. Sind das echte Tankstellennamen? Total, das ist doch eine Tankstellenmarke. Dann hier unten war Shell. Die nächste, Jet. Ha, wie cool. Das kenne ich zum Beispiel nicht, Tam Oil. Tam Oil, keine Ahnung. Hier ist keine mehr. Sind wir relativ wenig Tankstellen. Kann ich da schon 7 nehmen? Ja. Schmelze Kupfer. Because I'm happy. Das Lied ist voll geil. Ich kann es nur empfehlen. Ich kann einfach nicht genug von kriegen. Das ist voll geil. Because I'm happy. Aber ich kann den Text nicht.
konnte die Items nicht entfernen. Wir halt empfangen. Cool. Für was denn? Ich bin doch, wie nennt sich das, wenn man selber seinen eigenen Job bestimmt? Warum tue ich die da eigentlich da rein? Ich kann die doch gleich nehmen. So. Das war sogar auch leer. Ich könnte eigentlich noch eine Ladung fahren. Aber ich mache es lieber alles am Stück. Ist sicherer vom Geld her. Ich habe schon markiert. Because I'm happy. Ich fahre Offroad. Ist auch ein SUV, also... Ich meine, ich würde nicht, wenn ich ein SUV kaufe, würde ich nicht sowas kaufen, aber... Geil. Wir sind ja keine Ahnung, in welchem Jahr Arma 3 spielt. Aber auf jeden Fall in der fernen Zukunft. So, morgen. Oh, die Typen, wo sind die hin? Die haben doch... Kann ich hier einfach... Ja, ich kann. Er kann, er kann. Also einer gibt 1400, nicht schlecht. Ja, natürlich habe ich jetzt nur 16. 22.000. Naja, für so eine Ladung. Ging jetzt relativ schnell im Vergleich, wenn man... Ich meine, es ist... Halt... What the fuck? Hilfe, ich fahre davon. Ich habe Familie. Ich habe Familie. Ich muss Kinder ernähren! Nein! 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 Ich bin zu schnell! Ich werde crashen! Mami! Ich hab solche Angst! Oh nein! Ich gehe auf den Felgen! Du bekommst mich nicht. Niemals. Es wird Gerechtigkeit geben. Du da, Liedermann, hilf mir. Bitte. Nein, bitte nicht schießen. Ich spring schon raus. Tötet er denn jetzt? Tötet er denn jetzt? Los, töte ihn. Wollte eigentlich gerade aussteigen. Ich meine, würdet ihr sofort aussteigen, wenn ihr eine scheiß schnelle Karre habt? Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Was mache ich jetzt? Ich will eigentlich meine Karre reparieren. Leute, ich werde jetzt kriminell. Das steht jetzt fest, ey. Ich habe keinen Bock auf den Scheiß mehr. Ich mache einen Polizeifunkspruch. Ich habe mein Backpack verloren. Nein! Hey Leute? Leute, ich würde aufpassen, halt nicht mit so viel Geld rum. Hier ist ein Typ, der überfällt alle. Wo kann man sich... Hier ist ein Typ, der überfällt Leute. Es rennt nicht mit so viel Geld rum. Okay, danke. Du wirst mich verarschen, ich hab doch zwei... Ich hab's vergessen, bin dann gestorben. Ich bin so schlau. Ja, ich bin so schlau. Also ich mache jetzt nochmal praktisch eine... Wenn ich meine Karre repariert habe, eine Runde. Falls die jetzt nicht komplett kaputt ist. Oh, das ist der Typ.
Meine Karre. Nee. Guten Tag. Das kann ja nicht mal sein, die war ja abgeschlossen. So. ...2000 kostet eine Spitzhacke. Ich meine, ich soll mich an die Regeln halten, hat der Typ gesagt. Ich habe mich am Schluss, als es keine rationalen Grund mehr gab, weiterzufahren, habe ich gesagt, okay, ich steig aus, bitte nicht schießen, ja? Vorher, man versucht halt vorher noch, als normal denkender Mensch, abzuhauen. Ich meine, hallo, wenn man ausgeraubt wird, wenn eine Waffe auf einen zeigt, ich würde... Ah, man kann Häuser kaufen. Lass mal eine Karre. Ich würde eigentlich nicht sofort anhalten, wenn ich so eine scheiß geile Sportkarre habe. Ich würde den Typen auch überfallen, wenn er mit einer Waffe auf mich... überfahren, wenn er mit einer Waffe auf mich zeigt. Also, wirklich. Ah, das war hier das Zeichen und reparieren. Das wäre das Zeichen, das haben die Server so gemacht. Ja, Freunde, dann mache ich hier einen Cut. Ich glaube, wir haben schon 20 Minuten. Ungefähr. Und, super. Dann mache ich noch ein bisschen Geld, hole mir Knarren und nehme dann auf, wenn es wieder abgeht. Also, bis dann und zur nächsten Episode. Oh Gott, was ist scheiße, Entschuldigung. Entschuldigung, denk zurück. Bis dann, Freunde. In der nächsten Episode von Arma 3 Altes Life. Ja, hallo und willkommen im Outro. Das war noch eine ganz geile Aktion. Naja, nicht von meiner Seite aus. Aber, ja, ich werde das jetzt auch so machen. Hier liegt noch sogar was rum. Was ist das? Ich bin halt noch im Gang gerade und ich sehe, hier liegt... Ist nur eine Trinkflasche, die man nicht aufheben kann. Naja, danke fürs Zuschauen nochmal. Und ich hoffe, es war unterhaltsam. Wir werden auf jeden Fall jetzt auch kriminell. Und werden Tankstellen und andere Spiele überfallen. Und zwar auch an so Händlerposten, wie jetzt eben den Kofferhändler. Also dann, danke fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge von Arma 3 Altes Life.